Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute möchte ich euch eine Upcycling-Idee zeigen und es geht eigentlich um diese große Schachtel. Die hatte ich mal mit, das ist sozusagen eine ganz normale Kartonschachtel, die ich mal gekauft habe, mit einem Deckel natürlich. Und die war ziemlich bunt mit Palmenblättern in rosa und grün. Und die habe ich zuerst mit Servietten beklebt gehabt und auch mit so einer Bordüre beklebt. Aber nach einiger Zeit gefiel mir das nicht mehr und die habe ich jetzt umgestaltet oder umgearbeitet sozusagen, anders gemacht mit Kreidefarbe und Möbelwachs. Und so sieht das jetzt aus. Gefällt mir viel, viel besser. Sieht nach richtig alter Schachtel aus. Ja, und da die ja so groß ist, habe ich da noch Zeitschriften reingesteckt oder so Deko, die so ziemlich groß ist. Diese Teile habe ich ja euch auch mal gezeigt in einem Video, wie ich die gemacht habe. Also solche große Sachen wie Zeitschriften oder irgendwelche große Sachen als Deko, die dann irgendwo schön stehen können, können natürlich da rein wunderbar passen. Ja. Und gleich zeige ich euch, wie ich das gemacht habe und was ich dafür gebraucht habe. Ich möchte diesmal so eine Schachtel umstylen. Die ist rund und von innen könnt ihr vielleicht sehen, die war mal grün mit rosa Palmenblätter oder so. Die war natürlich dann nicht so, dass sie dann zu meinem Restdeko passen würde. Und die habe ich dann einfach mit Servietten beklebt und dann diese Bordüre aufgeklebt. Und gefällt mir momentan gar nicht. Deswegen werde ich die zuerst grundieren und dafür nehme ich dann Grundierung in Braun und die mache ich dann selbst aus Wandfarbe in Weiß und Acrylfarbe in Braun. Kann man natürlich selbst zusammenmischen, muss man ja keine extra Grundierung dafür kaufen oder so. Weil das ist ja dann viel günstiger, zum Beispiel, wenn man Wandfarbe hat. Und wenn das trocken ist, werde ich das mit die Schachtel mit Kreidefarbe bearbeiten, in Kalkweiß. Die kaufe ich immer im Baumarkt. Und danach mit Möbelwachs, damit das dann so richtig schön nach Vintage oder Schibistyle aussieht. Und wie gesagt, Bordüre werde ich dann auch da lassen. Und dann auch mit Pinseln. Und da kann ich dann natürlich große Sachen noch reinpacken oder Zeitschriften oder wie auch immer. Weil solche großen Schachteln kann man eigentlich immer für irgendwas gebrauchen. Ja, und zuerst werde ich die dann erstmal grundieren. So, und das ist jetzt meine Grundierung. Also das ist einfach eine Mischung aus Wandfarbe in Weiß und Acrylfarbe in Braun. Man kann ja auch Acrylfarbe zusammen miteinander mischen. Also das ist ja gar kein Problem. Und so sieht es dann ja hier aus, wenn ich das zuerst in Braun gestrichen habe. Also unten habe ich das auch so gelassen, stört mich ja überhaupt nicht. Ja, aber so sieht dann meine Grundierung aus. Das ist auch sehr günstig, muss man nicht extra Farbe dafür kaufen oder so. Wie gesagt, das kann man ja auch mit Acrylfarbe machen. Man muss das noch nicht mal mischen, kann man ja auch Acrylfarbe in Braun nehmen. So, es ist jetzt fertig. Wie gesagt, ich habe das hier jetzt gestrichen mit Kreidefarbe, Kalkweiß, zwei Schichten. Und jetzt kann ich das ja mit Möbelwachs bearbeiten. Dafür nehme ich Möbelwachs farblos, so wie ihr seht, und auch einen Pinsel dafür. Nehme ich das ein bisschen auf den Pinsel und Pinsel alles, also komplett erstmal mit einem Pinsel und danach nehme ich einen Lappen und treibe es alles ein. So, jetzt nehme ich Kreidefarbe, wollte ich sagen, Möbelwachs dunkel und auch dafür einen Pinsel. Und da es ein bisschen fettig, flockig ist, reibe ich das etwas ein bisschen auf einem Deckel und mache genau das gleiche. Komplett erstmal mit einem
Pinsel. So. Danach nehme ich dann natürlich auch einen Lappen und reibe ich es was rein. Und dann ist das schon nicht mehr flockig oder unregelmäßig oder so, sondern schön glatt und gleichmäßig. Und so werde ich dann komplett erstmal die komplette Schachtel dann bearbeiten. Und da ist natürlich dann hier diese Struktur ist, weil ich ja diese Bordüre behalten habe, wird natürlich auch die Bordüre viel besser sichtbar. So, da kann man ja schon Unterschied sehen, dass da jetzt die Struktur sichtbar ist und hier ist noch alles weiß. So, mit Möbelwachs in Dunkel habe ich jetzt auch bearbeitet, also auch noch mit dem Lappen. Und jetzt, damit ich dann diese Struktur bekomme, ich habe ja schon ein bisschen angefangen, als ob das tatsächlich richtig schön alt ist, nehme ich dafür ein Feuchtetuch, also diese Babyfeuchtetücher, und fange an, diesen Wachs ein bisschen abzureiben. Das ist dann natürlich wie immer nach Geschmack, mal mehr, mal weniger. Das wird auch ein bisschen dauern, weil die Schachtel ja so groß ist. Und dadurch, dass ich das ja stellenweise abreibe, besonders hier am Band, an diese Bordüre, sieht man ja, dass ich dann auch hier ein bisschen bis zur Grundierung schon abgerieben habe, ein bisschen. Und so verleiht es dann diesen Chibi- oder Vintage-Look. Und das finde ich total klasse. So wird das dann aussehen. Und so werde ich das mit diesem Feuchtetuch, man kann ja natürlich auch einen Lappen nehmen, der ein bisschen feucht ist, nicht so nass. Und dann genauso abreiben. Mal mehr, mal weniger, wie gesagt, damit man das, oder sogar wie ich hier bis zur Grundierung, damit das richtig schön nach alt aussieht. Ich bin fertig, so sieht die jetzt aus. Die Bordüre ist natürlich jetzt durch Wachs ein bisschen dunkler geworden. Genauso wollte ich die haben. Struktur kann man ja wunderbar sehen. Und da ich ja stellenweise bis zur Grundierung abgerieben habe, sieht es jetzt richtig nach schön alter Schachtel, die schon sehr viele Jahre auf dem Buckel hat sozusagen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, so kann man aus einfachen Sachen, die man so zu Hause rumliegen hat, die nicht mehr gefallen, kann man wunderbar mit Farbe und Möbelwachs sozusagen zum neuen Leben erwecken. Und da die ja so groß ist, habe ich ja noch meine Zeitschriften reingesteckt oder man kann Kerzen reinstellen oder so ein kleines Kränzchen. Oder hier habe ich ja noch Gardinenhalter umgestaltet. Also da kann man ja wirklich schön schöne Arrangements machen sozusagen nach auch Jahreszeiten. Also das ist wirklich sehr, sehr wandlungsfähig. Ja, das war meine Idee für heute. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Basteln und Dekorieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!